Ich stehe jetzt hier mit Chefdesigner von Skoda, Oliver Stefani. Herr Stefani, vielen Dank für Ihre Zeit und herzlichen Glückwunsch zur Weltpremiere der Konzeptstudie Vision IV. Was können Sie uns darüber verraten? Naja, unsere Vision IV gibt so ein bisschen Ausblick auf das, was wir halt, sagen wir, auch in Zukunft für die MEB-Plattform als Elektrovariante halt uns vorstellen, wie so etwas aussehen könnte. Und das möchte man ganz gerne hier mal einfach teilen. Der MEB ist die Elektroplattform des Volkswagen-Konzerns. Ja? 100% Elektro, kein Verbrenner und so weiter. Ja? Und das ist halt sozusagen eine Studie darauf, die zeigt, wie so etwas aussehen könnte. Wenn wir noch ein bisschen aufs Design eingehen können. Es ist, auf mich war es ein sehr markanter Eindruck, sehr sportlicher Eindruck. Wonach haben Sie sich bei der Entwicklung gerichtet? Also was sind da für Einflüsse mit eingeflossen? Ja, wichtig ist halt in erster Linie, dass wir einen glaubhaften Skoda machen. Ja? Deswegen gibt es an dem Fahrzeug, im Design auch der MEB-Fahrzeuge, also der Elektrofahrzeuge für Skoda, halt auch typische Skoda-Elemente, wie zum Beispiel diese Wingline, die sich das Fahrzeug zieht. Ja? Dass wir halt kristalline Flächen haben im Bereich der DLO zum Beispiel. Ja? Aber dass wir auch neue Flächen haben, dass wir also schon ein bisschen mehr Muskularität zeigen, dass wir ein bisschen mehr Softness und Spannung halt in den Grundflächen, zum Beispiel in den Türen zeigen. Und natürlich, es gehört die Front dazu, ja, ein ganz bekanntes und markantes Beispiel. Auch da war es uns wichtig, dass das Fahrzeug als klar als Skoda zu erkennen ist und im zweiten Schritt halt auch ganz klar als neues Elektrofahrzeug zu erkennen ist. Und das aber zum Beispiel durch diese Lichtleiste, die die Scheinwerfer miteinander verbindet, dargestellt. Wenn wir auf den Innenraum gucken, was können wir da erwarten? Wir haben schon so ein bisschen herausgehört, dass wir im Innenraum alles nutzerfreundlicher zum Beispiel geworden ist. Ja, ja. Was können Sie uns darüber verraten? Also im Innenraum herrschen auch unsere klassischen Werte. Ja, das heißt, wir haben keine Fahrerorientierung, sondern wir haben eine demokratische Orientierung. Wir haben eine hohe Symmetrie. Wir versuchen sozusagen die Schalltafel weit aufzuspannen, bis in die Türen hinein, um Breite und Raum zu erzeugen. Raum ist halt etwas ganz Wichtiges für Skoda, das kennen Sie auch. Und wir versuchen einen sehr wohnlichen, einen sehr menschlichen Charakter zu erzeugen über die veganen Materialien, die wir zum Beispiel dort verwenden, eine gewisse Leichtigkeit zu erzielen, sodass man sich wirklich wohlfühlt in dem Skoda. Herr Stefani, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für den Einblick und ich wünsche Ihnen auch persönlich ganz viel Spaß jetzt hier in Genf. Vielen Dank.